Ma io ho sempre avuto un rapporto spiacevole. Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich immer ein gespanntes Verhältnis zu dieser Stadt. Aber sie gefällt mir heute besser als vor 20 Jahren. Dass ich hier bin, ist vielleicht aus geheimnisvollen Gründen geschehen, aber im Geheimnis liegt ja sehr oft das Schicksal. Ich fand mich plötzlich vor die Tatsache gestellt, hierher zu kommen, an einen Ort, den ich nicht kannte, ohne daran zu denken, dass es in Wirklichkeit der Ort war, wo ich all diese Jahre lebte. Zu Beginn habe ich nicht geglaubt, überhaupt nicht bewertet, dass es eine wichtige Sache wäre. Es ist eine Art Beginn, Wiederbeginn, merkwürdig jedenfalls. Es ist eigenartig, man kann es einfach nicht erklären. Es ist auch ein merkwürdiges Feeling, wie man auf Englisch sagt. Ich besaß zu dieser Stadt immer eine bestimmte Hassliebe. Ich sage das heute in meinem Alter und mit der entsprechenden Reife ganz frei von Liebe. Angelo Branduardi spricht von Genua. Es ist seine erste Wiederbegegnung mit dieser Stadt nach mehr als 20 Jahren. 1950 kamen seine Eltern mit ihm von Cutrono, einem Dorf in der Lombardei, hierher. In diesem Haus in Recco, 20 Autominuten von Genua entfernt, entsteht seine neueste Langspielplatte. Luisa, seine Frau und die Töchter Sarah und Maddalena sind bei der Arbeit dabei. Es ist eine spürbare Harmonie um die Familie. Schon mit 6 Jahren erhielt Angelo Branduardi am Konservatorium in Genua bei Augusto Silvestri Geigenunterricht. Als er 16 Jahre alt war, unterbrach eine schwere Lungenerkrankung seine gerade begonnene Karriere. 2 Jahre später, nach seiner Genesung, folgte zunächst eine Ausbildung am Staatlichen Institut für Touristik in Mailand. Später begann er ein Philosophiestudium, das er 1971 zugunsten der Musik wieder aufgab. Er nahm Instrumentalunterricht in den Fächern Gitarre, Klavier und Flöte und 1984 begann er ein weiteres Studium an der Akademie Santa Cecilia in Rom in den Fächern Komposition und Orchesterdirektion. Obwohl Branduardi nie Modisches gemacht hat, gelang ihm bereits 1976 der Durchbruch. Es begann eine leise Erfolgsexplosion, die bis heute anhält. Luisa Branduardi schreibt die Texte zu den Liedern ihres Mannes. Sie fühlt meine Musik, sagt er, und mit ihrer kargen, anschaulichen Lyrik prägt sie den Ausdrucksgehalt vieler seiner Lieder entscheidend mit. Piano, 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 solo che sta in disparte. Tu sei qualcuno.
Hier in Cugiono, einem kleinen Ort westlich von Mailand, wurde Angelo Branduardi 1950 geboren. Und hier verbrachte er auch jedes Jahr bei den Großeltern und Verwandten seine Ferien. Heute lebt in diesem Haus nur noch ein Onkel, ein alter pensionierter Junggeselle, der Hasen züchtet. Das, was wir hier sehen, ist ein sehr altes Haus, beinahe 300 Jahre alt. Ein ganz normales Haus, so wie viele aus der Zeit der Landarbeiter in dieser Gegend. Cugiono, das heute so nah an Mailand liegt, war eines der großen Agrarzentren in Norditalien. Es ist also ein Bauernhaus, kein vornehmes Haus von Gutsbesitzern oder Adligen, sondern ein Haus für Bauern, die den Boden bearbeiteten. Es ist das Haus der Familie meiner Mutter und das ist es schon lange, lange Zeit, tatsächlich 300 Jahre. Ein typisches Haus für die in dieser Gegend damals so wichtigen Landarbeiter. Obwohl es ziemlich verfallen ist, strahlt dieses Haus, wie ich glaube, eine gewisse edle Ruhe und eine große Würde aus. Ich stamme von hier, ich wurde hier geboren. Ich habe hier nur sehr kurz gelebt, denn schon nach 7, 8 Monaten kam ich mit meinen Eltern nach Genua. Bereits als ich geboren wurde, hatte das Haus diesen verfallenen Aspekt. Bereits damals stellte es den letzten Branduardi in seiner Eigenschaft als Bauer dar, der schon längst nicht mehr existierte, denn schon vor 38 Jahren war hier kein Boden mehr zu bearbeiten. Ich habe dieses Haus jedes Mal, wenn ich wieder herkam, ich kehre mit Vergnügen, großer Ruhe, innerer Freude und Heiterkeit hierher zurück, als mein Haus empfunden. Hier finde ich all das, von dem ich glaube, dass es Teile von meinem Charakter sind, also auch Teile der Musik, die ich ausdrücke. Cugiono liegt im Flachland. Es ist ein Ort, in dem sich alles in Normalität abspielt, in Ruhe. Es gibt keinen Gipfel, keine Berge, kein Meer. Hier ist alles etwas kälter, denn wir sind hier im Norden des mediterranen Bereichs. Ich bin überzeugt, dass große Teile von dem, was ich in all den Jahren gespielt habe, von hier kommt. Angereichert durch das Gemisch von einer total unterschiedlichen Stadt, Genua. Eine Stadt am Meer, eine Hafenstadt. Ed è arricchito da quello strano connubio poi che si è svolto con una città ed un luogo completamente diversi, che sono Genova, una città di mare, un porto. Vielleicht wird Angelo Branduardi das Haus seiner Eltern einmal restaurieren lassen und für immer hierher nach Cugiono zurückkehren. Noch zieht es ihn aber alle 7 Jahre in eine andere Stadt. Colli la prima mela, colli la prima mela, colli la prima mela. Bella che così piena, vai, non aspettare mai. Colli la prima mela, colli la prima mela, colli la prima mela. Danza la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, colli la prima mela. Danza la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, colli la prima mela. Thank you.
a Cuggiola ci sono contadini con la faccia tipica del contadino del nord. Hier in Cuggiono leben Bauern mit den für den Norden ganz typischen Gesichtern der Bauern. Mit einer Intelligenz, die nicht blitzend erscheint, die aber eine Intelligenz ist, die weit vorausschaut, die sich aus den Umständen ergibt und aus der Weisheit des Bodens. Wie alle Familien auf dem Land in der Vergangenheit, so hatte auch meine Familie einen Spitznamen. Im Dialekt nannte man uns die Fortunin. Im Dialekt si dice Fortunin. Das heißt auf Deutsch Glückliche. Wo Glück ist, weiß ich nicht. Aber Glückliche war meine Familie und Glückliche bin ich. Cuggiono. Der Canale, das Castelletto, Spielplätze aus Angelo Branduardis Kindertagen. Certo mai vergogna, era lei la donna che volevo per essere chiamato col mio nome. Sotto il tiglio, là nella landa, la radica si abbraccia al giglio. Voi che passate potrete vedere come son cresciuti insieme. Lei con me rimase solo un anno, ma con oro poi intrecciò le chiome. E se ne andò, io amavo uno sparviero, in alto si levò e volò via. Sempre va a caccia di nubi, il vento non può mai fermarsi. Ma la bellezza è ancora più veloce, troppo lento per lei il vento. Così è la nostra vita e il mondo, come vento e nube fugge via. Così è la nostra vita e il mondo, come vento e nube fugge via. Man hat Branduardis Musik zur Verfilmung von Michael Endes Momo vor Augen, sieht man dieses verlassene Dorf, in dem schon vor 30 Jahren Angelo mit seinen Freunden die großen Märchen und Abenteuer erlebte.
Eines Tages, so singt Angelo Branduardi, wurde es der Mond leid, die Welt immer nur von oben anzusehen. Er kam herab auf die Erde, um über den schönen weißen Schnee zu gehen. Aber welche Überraschung, es waren Steine. Er verletzte sich die Füße, heimlich weinend flüchtete er zurück. Il motivo per il quale noi ci siamo trasferiti da Cuggiolo a Genova è uno ed è molto semplice. Warum wir von Cuggiolo nach Genua zogen, ist sehr einfach zu erklären. Es waren ausschließlich wirtschaftliche Gründe, denn in Cuggiolo, das langsam ein industrieller Vorort von Mailand wurde, gab es keine Möglichkeiten mehr, landwirtschaftliche Aktivitäten auszuüben. Und in Genua fand mein Vater Arbeit in einer sehr deutschen Fabrik, in einer Brauerei. Dort blieb er lange Zeit. Perché lavorava in una birreria, Brauerei, e cosa che ha continuato a fare per tutto il tempo che ha lavorato. Eine Bauernfamilie zieht zum Leben in einer Hafenstadt, mitten zwischen Menschen, mit denen sie nichts verbindet. Das hat Positives und Negatives. Sowohl die einen als die anderen sind Teil von mir, einer Art, mich auszudrücken, auch auf künstlerischem Gebiet. Aber ich will da überhaupt keine Rhetorik reinlegen, weder in das, was ich gelebt habe, noch in das, was ich sage. Denn in all dem ist nichts Besonderes, das sind nur Feststellungen. Non voglio cogliere nulla di retorico, né in quello che ho vissuto, né in quello che dico, perché non c'è niente di strano, non c'è niente di retorico, non c'è nessun culto del dramma, assolutamente. E sono semplicemente constatazioni. Man darf auch nicht glauben, dass die Situation katastrophal gewesen wäre. Eigentlich war eine solche Situation damals völlig normal. Ich habe ja auch schon ein gewisses Alter. 1950 waren gerade eben 5 Jahre nach Kriegsschluss vergangen. Es war absolut normal, dass es in italienischen Familien ökonomische Schwierigkeiten gab. Es ist keineswegs so, dass ich das Beispiel bin für den Mann, der aus dem Nichts kam. Wirklich nicht. Genua. Erst vom Meer aus sieht man die unwahrscheinlich schöne Lage der größten Hafenstadt Italiens, die sich in einem weiten Halbkreis am Abhang des ligurischen Apennin emporzieht.
La Superba, die Stolze nennen die Italiener sie wegen ihrer reichen geschichtlichen Vergangenheit. Oder auch Amphitheater Marmorner Paläste, wegen der großartigen Bauten aus der Zeit der Seerepublik. Zu Unrecht wird die Stadt von den Fremden oft nach dem ersten Blick aus dem Auto oder einem öffentlichen Verkehrsmittel beurteilt. Die Schönheit Genuas und die Pracht seiner Bauwerke eröffnet sich dem Besucher nur dann, wenn er sich die Mühe macht, die Stadt zu Fuß zu durchwandern. Richard Wagner meinte 1853 überschwänglich: Sie ist unglaublich schön, grandios und charaktervoll. Im Vergleich zu dieser Stadt wirken Paris und London wie eine Anballung von Häusern und Straßen ohne jegliche Gestalt. Und Gustave Flaubert schrieb 1845 unter anderem: Ich war 3 Tage lang tief traurig, nachdem ich Genua verlassen hatte. Eine Stadt, gebaut aus Marmor mit Gärten voller Rosen. Das Haus von Christopher Columbus. Vielleicht wird es diesem großen Sohn der Stadt posthum gelingen, sie wieder einzureihen in die Kunst- und Kulturzentren dieser Welt. Zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas 1992 will Genua dafür alles tun. Ich hatte sehr vage die Vorstellung, ein Instrument lernen zu wollen, aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnere, denn in meiner Familie hat nie jemand ein Instrument gespielt. Mein Vater ist immer ein großer Fan von Giuseppe Verdi gewesen, was dann im Laufe der Zeit zu lustigen Diskussionen zwischen uns führte, denn ich bin Wagnerianer und diese beiden Ansichten sind absolut unvereinbar. E le due cose non sono assolutamente compatibili. E niente, io pensai. Es gab die Montessori-Schule, die damals experimentellen Charakter hatte, wo man nur die Verrückten hinschickte, und natürlich schickten sie mich dort. Ich wurde zwischen den anderen Verrückten angenommen und dort machte man natürlich Musik. E lì naturalmente c'era molta musica nel sistema Montessori, si gioca con le cose come dovrebbe sempre essere con i bambini. Allora io decisi probabilmente anche perché mi piaceva molto la maestra. Bei Montessori geht man spielerisch mit den Dingen und den Kindern um. Und ich beschloss, wahrscheinlich weil mir die Klavierlehrerin so gut gefiel, Klavier spielen zu lernen. Ein Klavier aber konnte ich nicht haben, weil es zu groß und zu teuer war. Und so begann ich, Geige zu lernen. Ich war damals ungefähr 6 Jahre alt. Dann lief alles normal weiter. Ich übte Geige spielen und gab mein erstes Konzert im Instituto Areco mit 11 Jahren, wunderhübsch gekleidet, wie zur Kommunion. Was soll ich noch mehr sagen? Bliebe zu sagen, dass das asketische Jesuitenkollegium Areco wohl niemals zuvor oder danach so viele aufgeputzte, stolze Damen aus dem Milieu gesehen hat, wie an diesem Abend, an dem ein kleiner, schmächtiger Junge aus ihrer Straße sein erfolgreiches Debüt gab.
affrettiamoci, 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 mettiamoci in fila di qua. E appunto noi a Genova abitavamo in via della Maddalena, un posto pittoresco. In Genova wohnten wir in der Via Maddalena, einem pittoresken Ort, umgeben von sehr speziellen Leuten, mit denen ich übrigens sehr gut zusammenlebte. Mir ist ihm bewusst geworden, dass diese Umgebung vielleicht etwas merkwürdig war. Für mich ist sie völlig normal gewesen. Geschichten oder Erlebnisse zu erzählen, gelingt mir sehr selten, da es voraussetzt, dass man stehen bleibt, um an die Vergangenheit zu denken. Es setzt die Erinnerung voraus. Ich sehe aber, dass ich mit zunehmendem Alter anfange, mich zu erinnern. Das ist ziemlich gefährlich, aber ich habe noch keinen festen Punkt gesetzt, um mich nach hinten zu wenden. Ich habe keine genauen Erinnerungen, die ich erzählen könnte. Aber ich glaube, wenn man die Bilder des Viertels von Genua sieht, wo ich wohnte, ist es mehr als ausreichend, um zu verstehen, welcher Typ von Atmosphäre dort herrschte. Non ho ricordi precisi che vi posso dire, che perché, voglio dire, guardando immagini di Genova e del quartiere dove io abitavo, credo che sia più che sufficiente per capire che tipo di Ganz sicher wohnte ich zwischen Leuten, die besonders waren. Das war so, aber es war für mich ohne negative Bedeutung. Senza alcuna connotazione negativa. C'erano persone che facevano i contrabbandieri. Es gab dort Schmuggler, das war ihr Beruf. Ich jedenfalls nenne es so, weil es in jener Zeit normal war in dieser Gegend. Ich erinnere mich an eine Zeit in den 50er Jahren, wo niemand Bananen hatte. Wir hatten ganze Kisten mit 50 Kilo. Aus dem Hafen kamen endlos Bananen, also wir waren ausgesprochen begünstigt. Und so hatten wir auch viele andere Dinge, und so habe ich auch viele Dinge gesehen, die ich in einem normalen Leben vielleicht nie gesehen hätte. Es gab dort auch die Frauen, die man auf Französisch Fille de Jeu nennt, an die ich mich nur sehr vage erinnere, weil ich damals noch nicht wusste, was die machen. Aber all das waren Menschen, mit denen ich große Teile meiner Zeit verbrachte. Keiner von uns, weder meine Eltern noch ich, haben jemals diesen Leuten gegenüber eine negative Haltung eingenommen, noch diese mir gegenüber. Maddalena 19, das Haus, in dem Angelo Branduardi aufwuchs. Thank you.
anni sono passati, ma io non sono cambiato. Forse qualcuno potrà chiamarmi avventuriero, fino alla fine andrò. Die deutschen Texte zu den Liedern des neuen Albums schrieb Michael Ende. Dieses ist dem Freiheitskämpfer Che Guevara gewidmet. Vater, seit langer Zeit schon habe ich nicht mehr geschrieben. Du weißt ja, ein Vagabund ist heute hier und morgen da. Schon vor 10 Jahren habe ich euch geschrieben, lebt wohl. Noch einmal mache ich mich jetzt auf den Weg. Jahre sind seither vergangen, sie haben mich nicht geändert. Vielleicht wird jemand mich Abenteurer nennen. Bis zum Ende werde ich meiner Wahrheit folgen. Den Tod, ich habe ihn nie gesucht. Aber diesmal wird er vielleicht kommen. Ich möchte, dass ihr versteht. Ich habe euch sehr geliebt. Für euch war es nicht leicht. Aber heute glaubt ihr mir. Ich fühle mich ein wenig müde. Mein Wille wird mich aufrecht halten. Ich umarme euch alle. Ich küsse euch alle. Und erinnert euch meiner, dann wird's mir gelingen. Noch einmal auf die Zeit seiner außergewöhnlichen Kindheit angesprochen, meint er. Normalissima, bella. Ganz normal, schön, denn mir ging es hervorragend. Dort hatte ich die Möglichkeiten, die ich woanders bestimmt nicht gehabt hätte. Ich hätte sicher nicht Geige gespielt, hätte wer weiß was gemacht. Vielleicht wäre ich Buchhalter geworden, bei allem Respekt, oder Landvermesser oder Metzger. Stattdessen hat das Glück es gewollt, dass ich Musiker wurde. Einfach gesagt, ein Mensch, ein Musiker spielt nicht nur das, was er ist, was er erlebt hat, sondern auch, was sein Vater, Großvater, Urgroßvater ihm mitgegeben haben. Deshalb auch hat die Musik eine enorme historische Funktion, weil sie für die spricht, die waren, die sind und die kommen werden. Oh, das ist von mir ohne jegliche Übertreibung gesagt. Wenn ich also Musik mache, sei sie nun gut oder schlecht, liegt das daran, dass ein Zusammentreffen von Situationen dazu beigetragen hat. Also nicht nur mein Verdienst. Die Situation hat fatto sì che io lo facessi, quindi non sempre merito mio. Benvenuta, donna mia. Benvenuta alla mia casa. Se sei stanca, ora riposa. Io da bere. Benvenuta, donna mia, benvenuta alla mia casa, ti darò.